Nur wenige Wochen ist es her, dass Felix Berlin den Rücken gekehrt hat. Seine gescheiterte Beziehung mit Nazan hat dem Geschäftsmann eines gelehrt, der nächste Versuch einer Hochzeit will wohl überlegt sein. Vor allem Nazan muss die Trennung noch verarbeiten. Felix war ihre große Liebe, doch letztendlich hat die ambitionierte Medizinerin eingesehen, dass die beiden zu unterschiedlich sind, um eine gemeinsame Zukunft meistern zu können. Mit Felix' Weggang aus Berlin hat Nazan zumindest Abstand gewinnen können. Doch für wie lange? Ihr Ex-Verlobter ist schließlich nur geschäftlich im Ausland und soll anscheinend bald nach Berlin zurückkehren, wie ein neues Vorschaubild andeutet. Das Bild selbst gibt noch keinen Aufschluss darüber, wann und wie Nazan und Felix sich wiedersehen werden, die von RTL formulierte Bildunterschrift lässt allerdings aufhorchen. Nazan erzählt Sunny von ihren Bedenken vor der Begegnung mit Felix, klingt ganz danach, als stehe Nazan ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Verlobten bevor. Können GZSZ-Fans auf eine baldige Rückkehr von Felix-Darsteller Thaddäus Mailinger hoffen? Der GZSZ-Star war Anfang September zum vorerst letzten Mal in der Daily zu sehen, bevor er sich in eine Pause auf unbestimmte Zeit verabschiedete. Dass der 39-Jährige schon jetzt wieder zu GZSZ zurückkehrt, ist eher unwahrscheinlich. Darüber hinaus gibt es aktuell keine Anhaltspunkte, die auf ein baldiges Comeback schließen lassen. Was hat es also mit dem Treffen von Nazan und Felix auf sich? Möglich wäre, dass Felix für seine Arbeit zurückkehren muss, er Nazan im Jeremias dann aber doch nicht begegnet oder im letzten Moment in London bleibt. Was auch immer mit der Begegnung gemeint ist, wir blicken gespannt auf die nächsten Wochen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, seht ihr jeden Montag bis Freitag ab 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf TVNOW Premium, wo ihr bis zu 5 Folgen im Voraus streamen könnt. Hat dir dieser Artikel gefallen? Diskutiere mit uns über aktuelle Kinostarts, deine Lieblingsserien und Filme, auf die du sehnlichst wartest, auf Instagram und Facebook. Folge uns auch gerne auf Flipboard und Google News.